Ladebalken halb Tech-Dolm Demo. Dienstag, 8.05 Uhr. 17,27 mm Niederschlag. So, und wir sind am Tatort angekommen. Wer sind wir denn jetzt? Oh ja, wir haben zittrig. Ah, verdammt. Sollte Nerven leiden wieder. Ich brauche meine Medikamente. Okay, was haben wir hier? So, dann schauen wir doch mal. Officer, was haben Sie? Ist die Spurensicherung schon da? Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Klammern. Ja. Hier. Ja, natürlich. Natürlich. So, zeig ihm mal seine Dienstmarke. So, das ist der... Okay. Sie können durch. Der Kommunistenausweis gewesen? Aber egal. Ich suche Lieutenant Blake. Lieutenant Blake. Ich hab ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Okay. Danke. Na dann. Aber wo? Ich glaube, du musst durch die Absperrung durch. Ach so. So, was haben wir hier? Haben wir einen Tatort? Haben wir, was haben wir hier? Ich meine, er ist abgesperrt. Wahrscheinlich wird es ein Tatort sein. So, wir setzen natürlich unsere Brille auf. Es ist nicht nur eine Sonnenbrille, es ist eine multifunktionale Interaktionsbrille. Es ist eine Google Glass. Videomemo 1, Agent 47023, Norman Ari. J. Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Okay. Da vorne vielleicht. Ist schon ein cooles Ding. So, was haben wir da vorne? Eine DNA-Spur. Ja, hier hat jemand hingeschissen. Ein Kaninchen. Oh, eine Flasche. Was ist das? Oscar Denzel. 78 geboren. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Hat hier einfach nur eine Flasche gesoffen. Das Schwein. So. Nee, kannst du mal hin zu dem Zelt gehen, Benny? Das erleuchtete Zelt. Was denn für ein erleuchtetes Zelt? Ja, turn around, weiter. Das da. Genau. So, was haben wir hier? Hallo? Ah, hier hat jemand den Zelt dran gerichtet. Sie da! Was machen Sie? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Also ich höre es nur regnen. Ich höre nichts mit dem Bagger. Und kommen Sie, Jaden? Ja, ist okay. Also, so, was sind die Fakten? Was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Wo ist er? Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Gibt es denn Zeugen? Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja. Ja, Lieutenant. Tony. Gibt es denn Spuren? Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren vom Mörder gibt, finden wir sie.
Na. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Okay, Sebi, wie wollen wir uns jetzt umsehen? Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Also ich denke, mit der Brille werden wir auf jeden Fall sehr schnell irgendwelche Hinweise finden können. Vielleicht Fußspuren, Ratsch, also Reifenspuren, irgendwas, irgendwie muss ja die Leiche hingekommen sein. Okay. Jetzt ist die große Frage, wollen wir es gründlich machen? Also quasi jede Ecke und Winkel auseinanderklabüstern, oder? Naja, wir können ja erstmal gucken, wie es rund um das Zelt aussieht. Und dann können wir ja den Radius etwas erweitern, sagen wir mal so. Das haben wir uns schon angeschaut? Nee, ne? Nein, das ist ein Hasenkügel. ID-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Okay. Mein Tatort wurde reinigt. Wie oft kann ich das jetzt zünden? Dauerhaft? Ja, das sieht so aus. Na dann. Scanne ich mir hier einen Wolf? Ist natürlich halt so ein totaler Käse, dass alle Cops da irgendwie komplett quer laufen. Oh, was haben wir hier vorne? Wir haben noch eine DNA-Spur. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Simpson. Humor. Humor J. So, vielleicht sollten wir uns die Leiche noch anschauen. Was haben wir denn überhaupt? AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Auf dem Rücken? Keine Anzeichen von Gewalt. Okay. Nein, ich... Ah, ist ein Kind, ne? Okay, wir haben ein paar Beweise. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Älter als 12 Stunden. Und dann haben wir ein Origami. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Spuren Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Also wenn es eine Schürfwunde gibt, dann ist er Postmortem hergebracht worden. Wir müssen noch mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo wirklich noch irgendwie Reifenspuren oder irgendwas finden. Weil natürlich sind jetzt überall Fußspuren irgendwie, ne? Also weil die Cops haben jetzt alles zertrampelt da. Also ich meine, klar, okay, wenn ich jetzt der Mörder wäre, wie würde ich ihn hierher transportieren? Jetzt die Frage. Also wahrscheinlich hier hinten wird jetzt nichts sein, aber wir gucken trotzdem mal. Vielleicht hat er ja, weiß ich nicht, einen Kaugummi ausgespuckt oder so und in die Ecke geschmissen. Also ich wäre ein sehr umweltbewusster Mörder. Ich würde ihn mit dem Lastenrad hinbringen. Oder ist er mit dem Zug gekommen oder an den Gleisen irgendwie lang gefahren? Gleise kann natürlich auch sein, ja. Ja, was war das jetzt? Okay, an die Gleise kann ich nicht ran. Okay, das ist dann Area begrenzt. Verstehe. Hier haben wir aber nichts, ne? Okay. Lauf doch nicht da lang, bin ich. Ich will doch ganz woanders lang laufen. So, warte mal, da hinten war was. Ja. Ich dachte, da kann ich nicht lang. Ey, lass mich doch hier hoch. Zu steil für dich. Jane kann da nicht hoch. Er kann die Schienen. Er läuft hier nicht rüber. Spring doch. Mach doch. Lauf doch irgendwie. Ich muss einen anderen Übergang finden, es tut mir leid. Jetzt kann ich rüber, okay, verstehe. Das ist ja wunderbar. So, was haben wir hier?
Katze! Nein! Eine tote Katze. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Er sollten sie aber. Wie ist sie hierher gekommen? Also die Gleise sind schon ein guter Hinweis, würde ich sagen. Und wir können mal gucken, ob wir noch irgendwelche Spuren auf den Gleisen finden. Deswegen will ich jetzt hier gerade mal ein paar Mal zünden. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht noch mehr finden. Oh, warte. Spuren. Pollenspuren. Okay, interessant. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Blutspuren. Analyse bestätigt Blut von der Leiche. Okay, also jetzt die Leiche quasi hier lang gebracht. Mit Fußabdrücken. Fußabdrücke im hohen Gras in Richtung der Leiche stammen nicht von der Polizei. Momentan kein Bezug zur Leiche. Warte mal, wir hatten doch aber vorhin gerade hier noch so eine Art Pollenflug oder so, oder? Ich glaube, das hat dich dahin gebracht. Warte mal, was ist das denn hier? AI-Eintrag. Orchideenpollen entdeckt. Stammen wohl von der Blume auf der Leiche. Niemals, niemals, niemals würde bei dem Regen jetzt noch irgendeine Polle fliegen. Auf gar keinen Fall. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. Naja, gucken wir mal. AI-Eintrag. Es gibt Blutspuren, und zwar am Zaun hinter den Bahnschienen. Ja. Sie stammen vom Opfer. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Das heißt, wir müssen nach da oben. Können wir denn nach hoch? Ah, sieht so aus. Kann nicht über eine Glas, über eine Bahnschiene steigen, aber hier will er hochklettern. Ambitioniert, ambitioniert. So ist es. Träume groß. Jane, ja, oder Träume anscheinend groß. Auch nicht, wie es aussieht. Jawohl, du schaffst das, Benny. Nicht umsonst hast du dir alle Dokumentationen über Reinhold Messner angesehen. Jetzt kommt ein großer Moment. Sehr schön. Sieht gut aus. Der Bergsteiger. So, los, komm. Der Schlammhügel ruft. Sieht gut aus, Benny. Sieht gut aus. Kämpf dich hoch. Gleich bist du oben. Der Gipfel gehört dir. Ich bin so dreckig. Ja. Ich bin so schmutzig. Mimimi, meine Hose ist schmutzig geworden. Manchmal muss man sich dreckig machen, wenn hier beim FBI. So, okay, wir sind ganz oben. Also stelle ich doch nicht mal mein Auto ein, also hallo? Aber hier finden wir bestimmt Fußspuren und bestimmt Reifenspuren. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ja, was haben wir da? Schuhgröße 62 oder was? So, hier haben wir Reifenspuren. AI-Eintrag. AI-Eintrag. Am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Hallo? Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Okay, wir haben alles Wichtige gesehen, dann lass uns mal zurück zum Sarge. Ja, warte. Ich will nur mal gucken, ob wir hier hinten noch irgendwas anderes finden. Also ich bin tatsächlich erstaunt, dass er die jetzt nicht wenigstens die Reifensorte nennt oder sowas. Oder vom Gewicht her, wie weit der drin ist, was das eventuell für ein Wagen ist. Ja, wenn ihr schon irgendwie, ja, Blutgruppe, ja, okay, alle klar, ihr hattet vor 8 Wochen irgendwie Müsli gegessen. Und hier, Reifenspuren. Keine Ahnung, jetzt sind Reifenspuren. Jetzt sind die guten Pirelli. So, kui. Was? Ah, oh nein. Meine schöne Jacke, die ist jetzt auch schmutzig. Wieder Kui. Schön runter, ihr Tanzbinnen. Ja, das kann ich nicht. Ja, ist ja ein bisschen zu früh gelobt gerade. Ja. So, wir haben ja Gott sei Dank noch Wechselsachen im Auto. Können wir denn hier noch irgendwas anderes finden? Irgendwas? Also, wenn er schon sagt, wir haben alles Wichtige gefunden, ich glaube, das war's. Ich trau dem Frieden noch nicht. Aber du wirst recht haben. Ach, schön. Ist auch schön, dass man dem Zug vielleicht mal gesagt hat, so, stopp, wegen Untersuchung.
kein weiteres Durchfahren. Hat er denn das Warndreieck nicht gesehen? So, wo ist denn jetzt unser... Ach da. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nein. Wir gehen jetzt. Ich Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Können wir die Ari eigentlich abnehmen? Ja. Okay, also zu der Brille gehört halt auch immer der Handschuh, quasi. Mhm. Und ich glaube, das ist ja... Vielleicht ist es der Grund für unser Zittern. Meinst du? Hm. Habe ich auch letztens bei so einer Kugel, die das ja hat. Das passiert doch schon bei der PlayStation VR. Danach fange ich auch an zu zittern. Eieiei. So, okay, gut, dann lass uns mal ins Auto steigen und dann aus Revier fahren. Ich dachte, wir ziehen uns erstmal um, weil wir sind ein bisschen schmutzig. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie jetzt großartig Wechselsachen bei haben, Benny. Ja, dann müssen wir uns im Büro umziehen. Ich wiederhole, ich glaube nicht, dass wir Wechselsachen bei haben. Oder im Büro. Ich glaube, wir kommen auch nicht von hier. Und da steht auch schon ein fetter Übertragungswagen, oder was? Mhm. Ja, schon hier, die Reporter sind da schon am Start. Der Origami-Killer hat wieder zugeschlagen. Oh, warte mal, das andere. Achte mal. Warum ist das andere Auto kurz nachdem wir los sind, uns hinterhergefahren? Weil da der Sarge drin saß. Der ist da eingestiegen, hat man gerade gesehen. Ist aber ein bisschen creepy. So, was sehen wir denn? Fledermaus, Insekt, Schmetterling. So, Benni, was siehst du? Also ich ganz klar ein Schmetterling. Mein Schmetterling. Echt? Für mich ist das ein Fledermaus. So, hier sehe ich einen Wolf. Wolf. Ein Wolfskopf. Sieht vielleicht aus wie eine Spinne. Oder Krebs. Ein Krebs. Ein Krebs. Ich kenne es eher, Alter. Ein Sensenmann. Ja. Tot. Tot. Heißt immer wieder er. Boah, was ist denn das für eine... So einfach Karten vorlegen ist nicht mehr. Jetzt muss das alles mit so einem interaktiven Bildschirm über die Birne gehalten werden. So, was wünschst du mir mal für Schlafzimmer irgendwie? Könntest du so eine Pet-Halterung? Muss das nicht mehr in der Hand halten, dann hast du einfach über dir. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Was ist denn bitte für eine Praxis, Alter? Aber ich muss sagen, mir gefällt ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber sie müssen neu anfangen. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Ich sag mal, wie das... Jason's also, Tod ist meine Schuld. Die rote Flatline jetzt da drüben, wir sollten jetzt mal grünes Kraut nehmen, Benny, irgendwie, damit das mal wieder grün wird. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Ist aber schön, dass dir der Hirnscan sagt, okay, Sadness. Ich bin enttäuscht. Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Ich finde diese Bildaufteilung echt cool. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Sehr sinistisch. Ich will nicht mehr leben. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihrem Sohn Sean? Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Wollen wir es ihm sagen oder nicht? Nein. Okay, dann eine Antwort. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. War eh keine Zeit mehr. Ich hatte den Finger schon Sie auf hatten eins. Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ja, was ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ja. Uhr, 25,04 mm Niederschlag. Willst du was essen?
war es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Was? Warum nicht? Weil er Probleme hat, Benni. Frag ihn nochmal nach seinem Problem. Ich geh jetzt selber spielen. Soll ich zuschaukeln oder weiter? Nein, hier für dich. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Wieso, ihm geht's gut? Ja, ist ja auch kein Problem. Ist ja auch eine vollkommen vertrauliche Position, so aufrecht vor deinem Sohn stehen, so Probleme. So, warte, wir können mal hier gucken. Ein Bumerang? Kannst du nicht. Bumerang? Nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Kann ich mal probieren? Hast du schon mal einen Bumerang geworfen, Benni? Ja, als Kind, ja, aber es hat nicht gut funktioniert. Ich hatte auch mehrere Bumerangs. So, na denn. Hoffentlich erleben wir jetzt nicht irgendein Kind gerade auf der Schaukel. Aua! Au. Ja, leider hast du den Aborigine-Test nicht bestanden. Vielleicht beim nächsten Mal. Na, mal schauen. Flieg! Okay, da kommt er. Du hast ihn. Jawoll! Sehr schön. Vielleicht will er jetzt mitmachen. Komm, eine Runde geht noch. Darf ich mal Papa? Nein, jetzt nicht. Papa hat den Bumerang. Wow, zack. Du hast es geschafft, Dad. Bist du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon. Ach klar, komm schon. Hab Selbstvertrauen. Also das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Ah, sieht gut aus. Genau, das Bein ein bisschen nach hinten. Wirf ihn. Und jetzt mal Kraft. Und musst du noch fangen. Hey, Naturtalent. Schön. Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. Tja, wahrscheinlich für euch ja seltene Momente. Ja. Unbeschwert. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wollen wir ein bisschen wippen gehen? Wippen! Wippe. Wer hat im Loch? Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja! Ja! Oh, und keine Gummireifen drunter. Der tut richtig weh am Arsch. So, und jetzt bist du hier dran. Komm, Dad, lass mich fliegen. Ich wollte gerade sagen, jetzt lass mich aber richtig fliegen. Und runter mit dir. Wir haben das früher mal so gemacht, irgendwie bis einer über den vorderen Griff denn geflogen ist. Habt ihr das auch gemacht, Benni? Ja, bis ich mich verletzt habe. Also du warst der geflogen ist, verstehe. Ich bin irgendwann mal so dämlich aufgekommen und habe mit dem Kinn quasi mich an dem Handgriff nicht aufgetropft. Ja, schön, Klassiker. Und hatte dann irgendwie, ich weiß nicht, was ich hatte ganz genau, aber ich musste irgendwie unten, musste was gemacht werden am Kinn. Echt, ja? Genäht werden oder am Knochen? Das weiß ich nicht mehr. Da war ich zu klein für. Da will ich mal deine Mama fragen. Das mach mal, die hat dir gar nicht bestimmt die Story erzählen dazu, die passende. Wir sind dann immer so mit Kopf voraus über die Griffstange geflogen irgendwie und meistens hat entweder das Schlüsselbein den Sturz abgefangen oder tatsächlich du bist ihm auf den Sack geknallt. Das ist also, ja, wie hat immer wehgetan. Hat immer wehgetan. Wippen ohne Reifen, immer kacke. So, jetzt machen wir aber erstmal hier nochmal ein bisschen Karussell. Also schön, das sitzt so bei mir so ein Brecher irgendwie. Also im wahrsten Sinne des Wortes. So. Richtig schön anschieben. Alter, so kannst du dich doch nicht darauf setzen, Sean. So
schnell wie du kannst. Nach innen setzen und richtig festhalten. Nein, du musst die Fliehkraft schön wegfliegen. Naja, aber das Beste ist ja, wenn er andersrum sitzt, mit der Füße nach innen und sich quasi rinzieht, dreht er sich dadurch nur noch schneller. Das hat einmal eins auf den Spielplatz. Ich bitte dich, Benny, na sag mal. Geht er da drum, die Leute rauszukegeln? Naja, darum geht's doch. Jetzt ist dir und das funktioniert doch nur, umso schneller geht. Ein gutes Astronautentraining. Wir haben ja noch so ein Kinderkarussell hier hinten. So, Beschäftigung, Wetter glücklich. Ich bin es glücklich. Macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es geht nicht um dich. Ich finde etwas anderes für uns beide. So, der was Himmel zieht sich zu. Es regnet bald. Hat der da vorne was zu verkaufen für uns? Das weiß ich nicht, aber Sean ist gerade weggerannt. Deswegen, ich will hier hinterher. Er will wieder zu seinem Rucksack. Okay. Ja, wir können mal gucken, ob er hier Snacks hat. So was Kleines zum Essen. Süßigkeiten. Wunderbar. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack. Das ist ja sehr vertrauenswürdig aussehender Mensch. So. Gehen wir erstmal ein bisschen Süßigkeiten. Show. Hey. Hier, guck mal, lecker. Also, aber gibt's diese Dinger eigentlich noch von Haribo? Ja, wann, von Haribo? Ja? Ja. Hätte ich jetzt Bock drauf. Hätte ich jetzt Bock drauf. Also auf Ene, wahrscheinlich. So, wollen wir gehen? Ja, es wird langsam schon zu regnen. Wir sollten gehen. Okay. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ja, das wäre schön. Ich auch, schön. Ich auch. So, wo gehen wir denn? Also, wo ist denn unser Auto? Weg. Läuft er jetzt einfach hinterher oder? Irgendwie laufe ich. Oder läufst du ihm hinterher? Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Hm. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Achso, wir dürfen noch nicht mal entscheiden. Wo ist er denn jetzt hin? Warte. Also die Kamerasteuerung ist aber auch manchmal für. Also so richtig. Kacke. So, okay. Müssen wir jetzt noch eine Karte lönen? Ja, ich weiß nicht. Ist das hier nicht kostenfrei? Ich glaube nicht. Das ist ein Häuschen. Hallo, Miste? So. Einmal. $1. Okay. Ich frage mich tatsächlich, ob das wirklich so der große Kracher ist, auf so einem Kinderspielplatz so ein Karussell hinzustehen. Weiß ich auch nicht. Achso. Jeder, der eine Runde drauf gedreht hat, wird doch mal merken. Ja, Autoscooter wäre er, meinst du? Super. Ja, Autoscooter wäre auf jeden Fall eine bessere Attraktion. Oh nein. Oh nein, wir haben schon wieder ein Flashback. Wie kriegen wir wieder ein Blackout? Der Shit kickt schon wieder. Ich hab meine Hand nicht an der Maus. Wie unfair. Oh, Name deines Sexvideos. Ja. Und wieder Kami Corner West. North, meine ich. Okay, was machen wir hier? Was ist hier? Warum sind wir immer hier? Und wo ist Sean? Sean! Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, wo ist der Spielplatz? Ja. Ja. Ich weiß ja noch nicht mal, wo wir. Also, okay. Also, Sean wird er jetzt mit. Also, der wird ja jetzt mehr hier sein. Der wird da zu Hause sein, oder? Na, die Frage ist, wie weit ist zu Hause von diesem Spielplatz entfernt? Sean! Sean!
Warum ist hier noch der Rucksack? Steht noch da. Sean! Sean! Hey, guckst du in den Rucksack nach? Na, was willst du denn jetzt im Rucksack nachgucken? Da wird Sean nicht sein. Nee, aber ob das überhaupt Sean sein Rucksack ist? Nein, doch, ich denke schon. Also den Rucksack hat er vorhin gehabt. Okay, wir rennen jetzt nach Hause. Sean! Sean! Hier unten wird er wahrscheinlich nicht sein, ne? Nope. Gucken wir mal nach oben in seinem Zimmer. Sean! 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 Auch nicht. Und wir haben schon wieder eine Organfigur in den Händen. Und wir haben unseren Sohn verloren.